In diesem Tutorial werde ich euch zeigen, wie man in GWX eine Änderung committet. Also ich wechsle in meinen Ordner. Ich habe meine Änderung getan. In dem Fall ist es das Titelbild vom Monster mit HGST, HG Status. Also habe ich meinen Status. Und hier sehe ich, welche Dateien ich verändert habe. Ich kann jetzt mit hg-add und so weiter eine Datei angeben, die ich adden will. Das mache ich jetzt nicht, da ich keine Datei habe. Mit hg-div kann ich mir anschauen, was ich geändert habe. In dem Fall habe ich hier beim Monster das m klein geschrieben. Und diese Änderung, die committe ich. Ich habe außerdem hier noch ein Pack System Logic Scenario. Das will ich nicht mit committen. Und also gebe ich bloß die Datei an, die ich committen will. In dem Fall Packs Objects Logic Living Monster. Ich will außerdem noch diese Datei, die title.png. Die wurde geändert und nicht hinzugefügt. Wer das letzte Tutorial verfolgt hat, dieses Titelbild gab es schon. Also will ich diese Datei zurücksetzen, weil die nicht dazu gehört. Also sage ich hg revert diese Datei. Die ist jetzt zurückgesetzt mit hg Status. Wenn ich nachschaue, ist die jetzt nicht mehr verändert. Und jetzt will ich diese Datei verändern. Diese Veränderung der Datei committen. Also sage ich hg commit packs objects living monster. Als Versionsmeldung gebe ich objects fix groß Kleinschreibung bei Titel. Und jetzt habe ich hier das Szenario noch übrig. Das kann ich später committen. Und jetzt kann ich mit hg push meine Änderung hochladen. Normale Nutzer werden, wenn sie es nicht anders eingestellt haben, noch nach ihrem Passwort gefragt werden. Ja, das war's dann auch schon.